So, das war Heidelberg. Eine kurze Stippvisite nur. Wir haben quasi nur übernachtet, aber haben nochmal sehr coole Studenten kennengelernt hier. Nochmal die Aussicht vom Schloss genossen. Und ein großes Wort fällt mir ein zu Heidelberg. Gastfreundschaft. Danke an Heidelberg. Danke an diese Erfahrung hier für einen Tag. Es geht jetzt weiter nach Karlsruhe. Wir treppen mal wieder. Rock'n'Roll. So, wir sind bereit für die ersten Autos, die uns nach Karlsruhe mitnehmen wollen. Wenn ihr anhaltet, gibt es sogar einen Strauß Blumen. Schönen guten Tag. Ich reise mit meinem Freund für 4 Wochen durch Deutschland von Hamburg bis zur Zugspitze. Ja. Ohne Geld. Ja. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie vielleicht für uns was zum Essen haben, was uns vielleicht ein bisschen satt machen kann. Vielleicht was von gestern noch, falls Sie was haben. So, wir sind in Karlsruhe angekommen. Und sind gleich von einer hiesischen Bäckerei, die Badische Backstube, die nicht namentlich genannt werden möchte, aber wir nennen sie trotzdem. Genannt worden, mit einer Spende bedacht worden. Die verzehren wir jetzt und dann geht's auf die Innenstadt. Wir sind gerade von Sarah mitgenommen worden, von Heidelberg nach Karlsruhe. Wir hatten ein super spannendes Gespräch zum Thema Ja und Nein sagen. Und eine Sache, 2 Sachen habe ich mir gemerkt. Die eine Sache, sie sagte, ein ehrliches Nein ist mir lieber als so ein halbes Ja. Und so kann sie mit einem Nein auch von anderen Menschen auch gut oder besser sehr gut umgehen. Und die zweite wichtige Sache, die ich gerade noch im Kopf habe, ist Entscheidungen treffen, ja. Oder Nein sagen, was auch immer. Das Wichtige dabei ist, hinterher mit den Konsequenzen zu leben. Also, ob nun die Entscheidung in die eine oder die andere Richtung ging, ist gar nicht so entscheidend. Aber wichtig ist, mit den Konsequenzen umzugehen, erwachsen umzugehen und nicht wieder zurückzudenken nach dem Motto, hätte, hätte, Fahrradkette. So war nun mal die Entscheidung. Also geht es auf der Basis jetzt weiter nach vorne. Aber man findet immer jemanden, der was gibt. Und wie reagieren die heute? Unterschiedlich die Aktion. So, wir sind in Karlsruhe. Ne, wo sind wir? Doch, in Karlsruhe. Wir sind in Karlsruhe. Die Aufgabe heute, Menschen helfen bei ihren Einkäufen. Schwere Taschen tragen, zum Auto, nach Hause, wo auch immer hin. Wir legen los. Erster Supermarkt ist gefunden. Kennst du das? Du hast eine Aufgabe und irgendwie läuft es nicht so richtig, wenn dann die Lust in den Keller geht. So geht es mir auch gerade. Mal in einem Supermarkt, haben probiert, Leuten zu helfen, den Einkauf zu schleppen. Keiner hatte Lust. Es war zu wenig Einkauf oder keine Lust. Keine Lust auf mich. Was auch immer. Hat nicht funktioniert. Alles klar. Max, ja? Ich habe gesehen, wie du hier gefahren bist. Ja. Immer wieder probiert, dein Knie blutet inzwischen schon. Was motiviert dich, dass du so immer wieder weitermachst, fest hin, weitermachst? Ja, muss sein. Anders geht's ja nicht, sonst kommt man nicht voran. Also, ich weiß nicht. Wenn ich immer aufhören würde, wenn ich mir so ein bisschen die Beine aufschürf, dann ja. Würde ich nicht weiterkommen in dem Sport und dann wäre ich auch nicht mit mir zufrieden. So, weil wenn ich jetzt gerade so den Trick einfach nicht schaffe, man merkt es, ich werde immer aggressiver mit jedem Mal, wo es nicht klappt. Und für den Tage da stellst du dich aufs Rad drauf und guckst nur rum und merkst, geht nicht. Und was machst du dann, wenn du sagst, shit, geht nicht? Dann höre ich auf an dem Tag. Dann manchmal soll es nicht sein und dann ist besser, man lässt. Meistens fahre ich dann noch so lange, bis ich irgendwie 2-3 Mal auf die Fresse fliege und dann höre ich auf. Okay. Also das merkt man dann aber auch selber. Also du machst schon weiter, merkst dann aber auch, wenn okay, es geht heute nicht, 2-3 Mal hingeflogen, ja, machst genau. Einen Cut. Ja, dann ist. Und beim nächsten Tag oder ein paar Tage später mit neuer Energie. Dann komme ich halt wieder und versuch's aufs Neue. So, okay. Warum nicht? Aha, kommst aber wieder. Ja. Gut, wenn ich die Chance habe, wiederzukommen, dann
Viel Erfolg. Danke für die Gedanken. Ja, Problem. Drück die Daumen. Gerne. Danke. Viel Spaß beim Fahren. Und jetzt machen wir das Ding noch, oder? Okay. Das war Tag 16 in Karlsruhe. Drei große Dankeschön habe ich. Das erste gilt an die Läden, die uns was zu essen gegeben haben. Das waren zwei Bäckereien, Edeka und Subway. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das zweite große Danke gilt an Max, den BMX-Fahrer, der mich heute inspiriert hat mit seiner Besessenheit und Leidenschaft für eine Sache. Hinfallen, sich richtig wehtun und trotzdem weitermachen. Danke an Jonas für die WG, für die Übernachtung hier in seiner WG. Klasse. Super gut, super gemütlich. Zwei Matratzen. Und die andere Erkenntnis von heute, die Aufgabe war, einem älteren Menschen zu helfen, im Supermarkt, bei seinen Einkäufen, beim Schleppen, zum Auto oder sogar nach Hause. Und das hat in 2 Stunden nur ein einziges Mal geklappt. Nur ein einziger hat sich helfen lassen. Und meine Frage an dich ist, lässt du dir helfen, wenn du Hilfe offensichtlich vielleicht gebrauchen kannst, weil du echt 2 schwere Tüten hast, zu tragen zum Auto oder sonst wohin? Oder in anderen Situationen? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht, schaffe ich auch alleine? Ja, schaffen wir auch alleine, aber warum lassen wir uns denn nicht häufiger helfen, wenn wir ein Thema haben, wo auch immer, privat, beruflich, um dann eben besser zu sein, erfolgreicher, mehr Spaß zu haben bei den Sachen? Wenn du Hilfe brauchst, nimm sie an, wenn du sie angeboten bekommst oder frag danach. Das war Karlsruhe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Bis bald, euer Markus. Ciao.